meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Die 14 meldet sich hier. Muss echt sagen, denke ich mal, hat er hier vergessen, dass immer wieder Spaß macht, hier zuzuschauen. Danke. Wenn ich bei manchen Let's Playern sehe, 30 Minuten, denkt er auch, nö, kein Bock. Aber bei mir 55 Minuten und er freut sich. Klasse, danke. Auch eine sehr schöne Form der Anerkennung. Du machst es echt spannend über so lange Zeit verteilt und deswegen ist es immer wert. Ja, danke, Mensch. Schönes Kompliment. Die Achievements sind wunderbar abgearbeitet. Das mit der Minecart-Strecke. Ja, große Augen hat er da gekriegt. Freut mich. Deswegen machen wir das doch auch sowas, so eine Sachen gerne. Venicraft meldet sich hier dann auch nochmal. Finde es sehr schön, dass sich mal jemand um die Achievements kümmert. Machen ja selten Leute. Ach, Overkill heißt das Achievement. Genau, wo man also mit einem Schlag mehr als 8 Herzen Damage macht, glaube ich. Heißt es, das ist die Bedingung. Overkill und dann On a Rail. Beides in einer Folge hier abgearbeitet. Tja, hat halt einfach geklappt. Geplant war das eigentlich nur mit der 1 Kilometer langen Minecart-Strecke, aber das andere kam dann einfach so dazu. Dann Hongsfarmiger antwortet hier. So, dann gehen wir mal erstmal den langen Kommentar. Heute mal ein etwas kürzeres Statement. Das war wohl nix. zunächst mal alles Gute zu den Achievements. Danke. Overkill-Dingens, ja, kam geile Aktion. Minecart-Strecke. Das Pennen auf der Minecart-Strecke. Ja, ist eigentlich ein alter Trick, dass man sich irgendwo in der Welt, wenn man auf Entdeckungstour ist, halt einen Erdpfeiler baut, oben eine kleine Plattform, zack, 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 Fackeln ran, Bett drauf, pennen. Sicher. Ja. eigentlich ein alter Trick, den ich da angewendet habe, halt passend auf meine Minecart-Strecke, dass ich da dann rechts und links so ein bisschen Erde rangesetzt habe, um halt Platz haben für das Bett und dann Fackeln, fertig, gepennt. No. Wenn Monster in meiner Nähe gespawnt wären, dann wären die halt alle ins Wasser gefallen. Das ist der Trick dabei. Bleiben wir auch gleich bei der Strecke. Als sie gepowerten Rails eingesetzt haben, mal mit Detektor jetzt mal mit, bietet sich an der Stelle kleinen Halbinsel erstmals wieder die alte Variante mit Redstone Torches. Achso, ja. Wie ich halt die Strecke gepowert habe. Ich habe ja da eigentlich durchweg gebaut mit Detektor Rails, die dann die Powered Rails jeweils so lange powern, wie ich halt da gerade mit dem Minecart drüber fahre. Habe auch erklärt, dass es halt mit der Geschwindigkeit dann abhängt, ob man drüber kommt. Deswegen muss man das manchmal ein bisschen austesten und manchmal ist es eben doch besser, die Rails durchgehend mit Redstone-Fackeln zu powern. Deswegen hier auch sein Vorschlag, da an einer bestimmten Stelle einen Stützpfeiler hochzuziehen, im Kreuz dann eben die Redstone-Fackeln zu setzen. Inzwischen habe ich die Strecke, glaube ich, zu einem guten Teil mit Pfeilern versehen. Mal sehen, wie das dann da noch weitergeht. Soweit funktioniert ja erstmal alles. No. Wasser drunter ist kein Problem. Ich habe genug Cobblestone, um Pfeiler wirklich vom Meeresboden hochzuziehen. Das ist keine Affäre. Und wenn, dann mache ich das nämlich auch so, dass der wirklich also vom Meeresboden hochgezogen wird. Habe da ja auch an der Bohrinsel gesehen. Ne? Und ich mache es eigentlich immer so, dass ich an den Ecken, wo es also von gerade auf schräg übergeht, in den Kurven, da kommt immer ein Pfeiler hin und bei Steigungen kommt immer ein Pfeiler hin. Mal am Ende, mal am Beginn der Steigung oder wenn sie eben lang ist, an beiden Enden oder halt an der Diagonalen. Meistens auch an beiden Enden, weil das dann gut aussieht und zwischendurch auf gerader Strecke halt in relativ großem Abstand. Ja, ihr seht es ja, wie es bei mir ist. Horizontalträger aus dem Berg rauskommen, dann sagen, okay, mal gucken, wie das dann noch wird und aussieht, mal schauen. Ja, der Berg, wo die Minecart-Strecke dann ankommt, erinnert natürlich an den Klosterberg von Eudong, ist natürlich nicht ganz so hoch, aber ein zweites Kloster werde ich dort nicht reinbauen. Eudong gibt es einmal und ich habe für andere Sachen genug Ideen. Ja. Dann Kloster, was eine eigene Infrastruktur. Also dämlich ist das Hirn auf keinen Fall, aus dem hier solche Kommentare rauskommen. Da muss ich mal auch einfach so ehrlich sein, da würden andere YouTuber mal von Neid ablassen und richtig grün werden, wenn die solche Kommentare hätten. Ja, also muss ich einfach mal sagen, nochmal sagen, bin ich stolz auf euch.
Weil so, ja, rückwärts gucken ist natürlich nicht bei jedem, was gibt Leute, denen wird da schlecht. Es gibt eine Einstellung, mit der man der Java Engine mehr Arbeitsspeicher zuweisen kann. Wichtig ist, ich brauche das Ding, wenn dann für Windows Vista Ultimate 64-Bit. Ja. Soweit läuft es allerdings ja. Okay. Ja. Zack, zack, zack. Achievement. Städte. Ja, okay. Da habe ich also auch das On-Rail-Achievement geholt, allerdings auf einem Server. Da waren dann auch richtig lange Strecken zusammen. Nether, ja, im Nether, Minecart-Strecken ist so eine Sache. Erstmal die optimale Streckenführung bauen. Also die Wege so schon mal möglichst kurz halten, dass man da nicht unnötig im Zickzack rennt. Mal schauen, fünf Wege breit, links und rechts, draußen zwei, oder wenn es in der Mitte. Ja, da muss ja halt auch eben eine Decke drüber, dass da halt nichts spawnt und dass halt einem die Ghasts dann nicht die Schienen wegschießen. Ja. Portal versetzen, genau, das erste Portal sitzt ja ein bisschen ungünstig. Ich muss da immer so kantapa, kantapa, kantapa die Gänge lang. Allerdings habe ich da eben dann auch schon die Netherfarm unten. Weiß ich noch nicht, ob ich das Ganze dann nochmal so umdrehe, abreiße. Wie auch immer, schauen wir mal, wie das wird. Ihm ist es halt ähnlich gegangen und er hat dann sein Portal versetzt. So, Gabelinsel baut, dann hat so ein Kloster am fertigen Dach. Alles klasse geworden, ja, danke. Und dass man durch das Feuer springen muss, um von der Brücke zum Portal zu gelangen. Ja, ist halt teilweise Absicht. Ja. Ich sagte ja früher mal in einer Folge, eine gewisse Härte gegen sich selbst gehört halt zu diesem Spiel. Und das ist halt auch, oder gilt halt auch für den Sprung durch das Feuer. Aber wenn ich den Zugang jetzt so umsetze, dass man halt nur noch über die Brücke vom Kloster aus rankommt, dann denke ich mal, werde ich das auch so machen, dass dann zum Beispiel das Feuer weg ist oder sowas an der Stelle. Mit Pistons dann wegbewegt wird oder so ein Spaß. Lass ich mir noch was einfallen, mal sehen, was mir da einfällt. Ne? Zum Portal, ja. Ja, ist halt von der Minecart-Station ist es halt doch immer ein recht langer Weg runter. Zum Portal, wenn ich jedenfalls wenn ich durch das Kloster gehe, kann sein, dass das bei einmal, zweimal, Entschuldigung, Zuschauen einem nicht so lang vorkommt. Wenn man die Strecke allerdings 20 Mal hin und her rennt, sieht das etwas anders aus. Ne? Ist nachzuvollziehen. Schaue ich mal, vielleicht fällt mir da noch was ein. Also einmal diagonal irgendwie durchs Kloster muss ich ja nun mal durch. Und ich habe jetzt die Etage unter der Schneefarm ja auch eigentlich schon so weit fertig, dass sich da nicht mehr viel ändern lässt. Werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen. No? Ansonsten finde ich das Ganze noch durchs Kloster und über die Brücke zu laufen, gibt einem so ein Gefühl der Sicherheit. Ja, er fühlt sich inzwischen da so richtig heimisch. Ja, freut mich. Ihr könnt euch ja, na, 209 ist das Kloster ja noch nicht so weit fertig, aber zumindest oben und die paar Etagen. Die ersten sind so weit da, dass ihr euch da schon auch mal umgucken könnt. Ne? Ja. Die Sounds. Ja. Mit den Sounds habe ich inzwischen was gemacht. Ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen. Auch wieder Folge 222. War das, glaube ich, oder 223. Was im Wesentlichen zu laut ist, ist nämlich der Regen. No? Ihr habt es ja erlebt, normal im Spiel geht's eigentlich. Aber wenn es denn regnet und ich mitten im Regen stehe, dann rauscht das einfach nur noch. Und ich habe mir einfach die Sounddateien geschnappt, mit Audacity bearbeitet, einfach um 15 Dezibel runtergedreht, den Pegel. Und ja, das hört sich ganz gut an, wie man in den letzten Folgen sieht, 222, 23 oder hört viel mehr. Ne? Alles in allem aber wieder eine absolut gelungene Episode und ein absolut gelungener Kommentar, muss ich hier sagen. Und habe dann auch natürlich hier geschrieben,
Ja, du solltest vielleicht auf Videoantworten umsteigen bei der Länge der Kommentare. Und es sind halt immer nur maximal 500 Zeichen, die man da zur Verfügung hat. Und dann das Ganze eben auch noch rückwärts sortiert. Es sei denn, du schreibst halt den Kommentar vor und packst halt die letzten 500 Zeichen zuerst rein. Das wäre ja nur auch nochmal was Aufwendiges, nur damit das hier in der richtigen Reihenfolge zu lesen ist. Deswegen YouTube ne, macht halt aus solchen geteilten Kommentaren manchmal unverdaulichen Salat. Deswegen auch sinnvoll hier das nach Konversation zu sortieren, wenn man das jetzt mal so durchgeht. 123.1833 meldet sich hier auch. Ein doppelter Kommentar. Nette Folge mal wieder, danke. War auch mal schön, deine Welt wieder im Default-Pack anzuschauen. Stimmt, das hatte ich zwischendurch, glaube ich, auch mal drin. Ich finde es immer total spannend, neue Chunks zu erkunden. Ja, sind wir ja auch noch mal gerade letztens noch mal ja unterwegs gewesen und einfach mal blind ins Neue eine Strecke zu setzen. Ganz so blind war das nicht. Ich habe mir das schon ausgezählt, wie lange ich die Minecart-Strecke vom Kloster von Eudong über das Pilzhaus hinaus verlängern muss, um auf den Kilometer zu kommen. Und habe dann halt den Berg gesehen und gesagt, okay, wo baust du bis daran? Ne? Von daher Glückwunsch zum Achievement. Ja, danke. Also in Beta 1.5, ja. Durch Update, wie das halt so ist bei Minecraft. So, dass man es geschafft hat. Ja. Was am Ende der Strecke Schönes entstehen wird. Ja, erstmal haben wir ja einen Tunnel gebaut. Ja, das kam dann in der nächsten Folge. Tobi, der Dritte, meldet sich hier noch. Weiß nicht warum, aber als ich den Portalbereich von weiter weg gesehen habe, musste ich an ein Hochzeitspavillon denken. Ist mir dann auch so aufgefallen. Finde ich aber vollkommen okay. Ja, aber schöne Assoziation, ja. Ja. Okay, weiter geht's mit Folge 218. Höhleneinstiege, weitere Bauplätze und ein bewohntes NPC-Dorf. Genau. Wir haben nämlich an der Bahnstrecke zwischen Eudong und Klein-Venedig, dem Pilzhaus, noch einen bisher unentdeckten Einstieg in die Unterwelt kurz erforscht und besuchen halt die Bohrinsel mitten im Meer. Und dann sind wir halt oben am Ende der Minecart-Strecke noch ein bisschen weiter durch die Gegend gelaufen. Hier wieder dabei, Version 1.1, weil ja 1.2.3 schon draußen war. Ja, deswegen habe ich das da immer mit dazu geschrieben. Nicht, dass mir die Leute noch in die Kommentare schreiben, ey, 1.2.3 ist draußen. Aber es wird ja Gott sei Dank nicht mehr angezeigt, mit welcher Version man spielt. Texture Pack ist dabei, Mod ist dabei. Wunderbar. Schauen wir uns die Kommentare an. 19 Kommentare. Bei wie viel Views? 396. Also 20 zu 400. Ja, ihr dürft auch mal ein bisschen schwächeln, ne? Vor allen Dingen, wenn jetzt so eine langen Kommentare wie von Hongs Amiga nicht dabei sind, da ist er ja wieder. Egal. So, nach Konversation anzeigen, damit wir auch hier den Überblick haben. So, Hongs von Amiga hat hier gleich losgelegt. Strecke sieht auf der Map episch aus. Das ist wahrlich eine Megastrecke. Ja, die 1 Kilometer, über 1 Kilometer lange Strecke von Eudong vorbei an Klein-Venedig und am Pilzhaus. Dann bis nach oben. Zu den neu entdeckten Chunks mit dem NPC-Dorf. Ja, dass es in den neuen Gebieten Wüste und Schneegebiete nebeneinander gibt, ist, glaube ich, gar nicht mal so selten. Bei den neuen Chunks. No. Ja, und auf der Karte sieht man halt erst, wie groß das Höhlensystem, also die alte Mine, die sich da unter dem Pilzhaus erstreckt, wie groß die wirklich ist. Die ist wirklich riesig. Die reicht nämlich auf der Karte von der Bohrinsel über das Pilzhaus bis zu diesem gesonderten Einstieg, in dem wir da reingesprungen sind in dem einen See. Durch das Wasser durch. Das ist schon riesig, das Ding. Das stimmt. Man sieht es eigentlich erst auf der Karte, wie groß das Ding wirklich ist. Ne? Das größte, bisher größte, ja, denke ich auch. Also diese alte Mine. Vor allen Dingen, weil sich ja daran wieder einzelne Höhlen und dann sogar noch wahrscheinlich Schluchten anschließen. Ja, nordwestlich, nordöstlich, also nördlich von Klein-Venedig haben wir ja auch noch eine Schlucht. Ne? Und
Das kann durchaus sein, dass das alles zusammenhängt, ne? Ist ein riesiges Höhlensystem, wahrscheinlich ja das größte auf meiner Map, ne? Ja, mit dem Dorf. Ich habe das Dorf ja in 1.1 entdeckt, deswegen gibt es dort zwar Bewohner. Nicht wie in Klein-Venedig, da gab es ja noch keine Bewohner, als ich das entdeckt habe, aber in, nennen wir es jetzt mal, blödes Kaff. Gibt es zwar Bewohner, aber da ich das in 1.1 entdeckt habe, sind die halt noch ein bisschen blöd in der Birne. YouTuber vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Und deswegen sympathisiere ich halt auch so mit dem Namen Blödes Kaff für dieses Dorf. Denn wenn ich das in der 1.2.3 entdeckt hätte, wären das intelligente Bewohner gewesen. Schauen wir mal. Spawn-Eggs, das wäre dann im Creative-Mode. Ja, müsste ich TME installieren, um mir die Spawn-Eggs zu holen und dann halt Bewohner zu spawnen, zum Beispiel in Klein-Venedig. Wäre vielleicht eine Sache, muss ich mir mal überlegen. Werde ich euch aber auf jeden Fall auch dann vorstellen und fragen, dass ihr darüber abstimmen könnt, eure Gedanken dazu äußern könnt. Na, kommt dann eventuell noch was. Schienen ganz bequem mit dem Wassereimer aufbauen. Ja, habe ich eigentlich immer dabei. Wassereimer. Die Schienen werden dann wieder weggeschwemmt, richtig. Leider eben auch Fackeln. Und ich sehe mich schon dabei, mich selbst samt Schiene in einen tiefen Abgrund zu spülen, wo mich dann unten schon ein Creeper und ein Lavabad erwarten. No? Ihr kennt mich doch. Also von daher bleibe ich lieber bei der Methode, die Dinger wegzuklopfen. Na, wenn man dazu Erde nimmt oder was anderes, einen anderen Block, den man gerade in der Hand hat und kein Werkzeug, dann geht das ja auch. Ruiniert einem ja nicht die Werkzeuge. Zack, 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 zack. Ja, die Schlucht in der Nähe von Klein-Venedig hängt wahrscheinlich auch an diesem Höhlensystem, an der alten Mine mit dran. Na? Denke ich mir auch, zweite Parallele zu Eudong auch an dieser Stelle. Eudong 2, genau der Berg, den hattest du ja angesprochen im letzten. Und auch da gibt es also nicht nur den eigentlichen Klosterberg, sondern nochmal einen kleinen Hügel daneben, den man als Portalberg nutzen könnte. Gut, die beiden Portale wären mir aber doch ein bisschen dicht zusammen. Ja, und wie gesagt, Kloster von Eudong wird es kein zweites geben. Vielleicht noch ein zweites Kloster, aber dann eben nicht so in dem Stil wie Eudong, sondern dann eher vielleicht so mittelalterlich europäisch. Ne? oder aztekisch, was weiß ich, was mir da einfällt. Ne? Ich weiß es halt noch nicht, was mir da einfallen wird. Irgendwas wird mir einfallen. Ne? Jahreszeiten für das NPC-Dorf Season Village oder sowas. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, glaube ich, hat das Ding bei mir einfach den Namen Blödes Kaff weg. Ne? Ja, blöder heißt bei mir jeder Hund. Blöder Köter, weil die Biester einem ja ständig doch immer wieder in die Werkzeuge laufen. Running Gag, ja. Ne? Als solcher auch. Wenn wir das Ding, glaube ich, durchziehen. Ne? zack, 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 Creeper für die Renovierung einer Hütte einzuspannen. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ja, genau, das war in dem NPC-Dorf, als der Creeper einen Teil einer kleinen Hütte da weggerissen hat und die habe ich dann als meine Hütte dann umgebaut. Ne? Maple Story, European Armor. Ich habe doch da noch geantwortet auf den Kommentar, bin ich der Meinung. Ah, okay, nee. Steht gerade auf, hat schon eine neue Folge von mir. Genau, die habe ich abends angefangen hochzuladen. Frühmorgens war sie dann da. Hallo, mein Name ist 96. Ich finde das cool, Minecraft zu schauen, wo nicht 15 Minuten dauert, ja, sondern mal 45 Minuten bis eine Stunde. Ja, gern geschehen. Ist halt mein Stil, so wie ich das mache. Herzlich willkommen, offensichtlich ein neuer Abonnent. Ja. Eigenartige Schreibweise, jedes Wort mit dem Großbuchstaben anzuschauen, aber egal. Maybay-Mobil, okay. Vier Creeper, ja. Kommt bei mir häufiger vor und ich übe ständig, da sieht man doch. Ja. Klar, schlechter Fighter ist nicht böse gemeint. Nehme ich auch nicht. Nicht böse. Das ist ja hier kein Shooter, den ich spiele. Da will ich wirklich elendiglich abkacken.
Und hier, ich meine, ist ja schließlich auch für euer Amüsement, ne? Was hättet ihr zu lachen, wenn man nicht ab und zu ein Creeper hochgehen würde? Kryponika für das NPC-Dorf als Namensvorschlag hier von Legendonna 9876. Ja, ab der 1.2 werden die Dorfbewohner sich vermehren, sobald du ihnen neue Häuser baust. Das müssten dann aber die intelligenten Dorfbewohner aus 1.2 sein und meine sind noch so blöd, die rennen noch nicht mal in die Häuser rein, wenn es dunkel wird. Obwohl ich inzwischen auf 1.2.3 bin. Noch ein weiteres Suchen? Ja, also wir werden mit Sicherheit, oder ich sag mal mit hoher Wahrscheinlichkeit, noch ein weiteres NPC-Dorf finden bei der Größe meiner Map. Ne? Das Teil im Meer, Bohrinsel machen, Lagersystem, Itemaufzug für die Mine gehauen Dinge. Ja, Itemaufzug ist so eine Sache, ist ziemlich aufwendig mit den ganzen Pistons und so weiter. Und wenn dort Material gefördert wird, dann bin ich ja meistens in der Nähe, um den Krempel rauf und runter zu schleppen. Ja, ich habe das in der Mine am Berberdorf gemacht. Die Folgen hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, wenn du noch nicht allzu lange dabei bist. Wir waren ja schon lange nicht mehr am Berberdorf. Da habe ich mir eine Minecart-Strecke in die Mine eingezogen und baue die halt so weit aus, je nachdem, wie weit ich dann die Höhle oder die Mine erforsche. Das ist wesentlich praktischer, als sich da so einen Aufzug zu bauen, den man nur so lange nutzt, wie man halt die Mine da ausbaut. Und zudem muss man ja auch erstmal alles unten hinschleppen, schafft den Krempel nach oben und dann muss man oben hin, um alles wieder auszusortieren. Ist ehrlich gesagt in meinem Fall nicht so sinnvoll und ich habe ein großes Lager in Neptuns Dank. Werden wir in einer der Folgen sicherlich auch mal wieder vorbeikommen. Ansonsten schau dir einfach mal die Vorstellung der Zuschauerbauten an. Irgendwann Folge in den 90er Folgen. Die Sachen aus der ersten oder zweiten Mitbauaktion, wo Neptuns Dank mit dem Lager gebaut wurde. Müsstest du mal durch die Playlist der ersten Staffel gucken. Da stelle ich Neptuns Dank vor und da gibt es auch eine ausführliche Führung durch das Lager, was ich dort habe. Da gibt's mehr als genug Krempel. Obi-Wan Kenobi, Schnitzel essen und dabei Dutchman gucken. Was gibt's dabei Besseres? Wenig Besseres. Wieder schöne Folge. Danke für das Dorf. Ja, Algebra. Hattest du, glaube ich, auch schon mal vorgeschlagen für das Berberdorf, ne? Ich weiß, blödes Kaff liegt eigentlich in den Spitzhornbergen. Das ist eine Referenz an Terry Pratchett, der Name. Da gibt es ein Dorf, das heißt tatsächlich blödes Kaff. Liegt, wie gesagt, in den Spitzhornbergen. Und hier ist es ja natürlich in der Wüste, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe es ja schon erklärt mit den NPCs, ne? Deswegen der Name blödes Kaff. Mr. Smeezer meldet sich hier, da schon finde ich den Ingame-Sound deutlich zu laut. Ja, wie gesagt, immer wenn Regen dabei ist, ich habe mir jetzt auch noch mal ein bisschen runtergedreht, jetzt so bei 25% statt 30, 35. Ich muss halt auch immer darauf achten, wenn ich eine Aufnahme mache, dass ich den dann runterdrehe, weil wenn ich offscreen spiele, drehe ich ihn halt richtig auf, ne? Damit ich halt den PC-Lautsprecher nicht so hochdrehen muss. Haus 444185 stimmt ihm dazu. Spielt selber Minecraft, hört mich nur nebenbei und ich übertöne seinen Sound. Dann kannst du doch das Video leichter stellen, leiser stellen. Wenn ich meinen Sound hochstelle, höre ich nicht mehr. Ach so. Ja, das ist halt der Regen, der ist halt extrem laut. Wie gesagt, da habe ich jetzt die Klangdateien, die Sounddateien selber bearbeitet, einfach um 15 dB den Pegel runtergedreht. Das sollte in Zukunft besser sein. Was für mich beim Spielsound wichtig ist, dass ich mich selber zum Beispiel eben laufen höre, auf Erde, auf Sand, auf Stein und so weiter, meine Schritte höre. Und im Verhältnis dazu sind dann so eine Sachen wie Kisten aufmachen und Türen relativ laut. Vielleicht mache ich die Sounds auch einfach mal noch ein bisschen leiser. Mal gucken, wie das mit dem Regen funktioniert. Das scheint aber recht gut zu funktionieren. Ja, wie gesagt, ich möchte mich beim Spielen einfach auch laufen hören. Das ist für mich wichtig. Nicht, dass ich da vollkommen still durch die Welt laufe und halt nichts höre, wenn ich mit dem Schwert auf irgendwas einschlage oder wenn ich halt Stein abbaue. Dann will ich halt auch die Geräusche dabei hören. Und ich nehme den Ingame-Sound und meine Stimme, meinen Kommentar gleichzeitig auf. Das geht in eine Spur rein.
mit Fraps. Von daher ist das ein bisschen schwierig, aufeinander abzustimmen, gebe ich zu. Für mich klappt es soweit und mit dem Regen wird es ja jetzt besser, dass der leiser ist. Und mal sehen, vielleicht tune ich dann auch noch an den anderen Geräuschen rum. Klaus 2782, einfach der Namensvorschlag Creeperdorf. Naja, nicht so der Knaller, möchte ich einfach mal sagen. Aber trotzdem danke. Einfach für den Beitrag. Ja. Ich hoffe und wünsche mir von dir in Zukunft noch mehr und Besseres zu hören. Ne? Übung macht ja da den Meister. Ne? Winicraft meldet sich hier. Dutchman, gute Neuigkeiten. Vielleicht gibt es für deine Welt ein Dschungelbiom. Aha. 2000 Blöcke vom Spawn. Weil ja, mal schauen. Vielleicht finden wir tatsächlich eins. Schöne Folge mal wieder. Nicht, dass dir 32 Minuten reichen. Genau, ich habe ja in der Folge irgendwie bei 32 Minuten gesagt, okay, zack, Feierabend. Ich glaube, ich habe jetzt lang genug aufgenommen. Und dann festgestellt, oh, ist ja gerade nur eine halbe Stunde. Da habe ich noch eine Viertelstunde rangehängt. Stimmt. da, ja. Ich finde es gut. Dorf nochmal aufgrund der vielen Creeper. Kaboomville. Ja, das hat was. Ja, muss mal gucken. Vielleicht. Mal schauen. Ja, Basti 14. Unglaublich, wie groß deine Welt ist. Finde es toll, wie viel Zeit und Mühe. Ja, es geht ja immerhin auch schon seit einem Jahr, seit über einem Jahr, dass ich an dieser Welt spiele. Ne? Und hier hatten wir in der Folge halt nochmal eine Kartographer-Aufnahme, dass man einen schönen Überblick über die Welt hat. Wie gesagt, 5 Millionen Quadratmeter, 5,4 Quadratkilometer, vielleicht ein bisschen mehr jetzt mit den neu entdeckten Teilen, na, inzwischen groß. Und es ist halt auch noch viel dabei, was zwar schon erkundet ist, wo aber noch nichts gebaut ist. Ne? Ihr seht es gerade auch an den aktuellen Stellen, so Folge 222, 23, 24. Sind wir ja in Chunks, die eigentlich schon vor langer Zeit entdeckt wurden. So in den 70er, 75er Folgen war ich da mal auf Entdeckungstour. Und da ist halt lange Zeit nichts passiert, nichts gebaut worden. Und jetzt 130, 150 Folgen später fangen wir da endlich an, was zu machen, was zu arbeiten. Nur, dass da was entsteht. Es ergibt sich halt alles mit der Zeit. Ja. Ja. Übergang zwischen Wechsel, Game zwischen Kartographer und Game und die Überlänge, das sind halt typische Merkmale eines Dutchmans. Ja, das ist halt eine Sache, die mich von anderen unterscheidet. Na, bei, na, ich sag mal, einem typischen Let's Player reicht vielleicht so eine Minimap, die er da rechts oben hat, aber mit der würde man eben bei mir nicht weit kommen. Auch mit den spielinternen Maps. Die würden nicht weit reichen. Ich brauche das halt, dass ihr halt wirklich einen Überblick habt. Die Cartographer Maps, beziehungsweise jetzt ist es ja Mac Map, ne? Mit GUI. Ja, und Hongs Formiga 217 in der Playlist ausgelassen. Okay, habe ich dann auch korrigiert. Danke für den Tipp. Und ein Livestream machen, schlägt hier Christoph 2397 vor. Ist eine Sache, die ein bisschen kritisch ist, weil ich nur eine 6M-Mitleitung habe. Im Downstream, sprich Upstream, maximal 1 Mbit. Und das reicht also keinesfalls, um 720p live zu übertragen. Würde, glaube ich, auch mein Rechner nicht unbedingt mitmachen. Müsstet ihr euch dann zufrieden geben mit, ja, 640 oder 800 mal 600 oder sowas, größenordnungsmäßig. 800 mal 480 ist, glaube ich, 16 zu 9. Ja, kann man mal drüber nachdenken. Vielleicht nicht unbedingt bei Minecraft, vielleicht bei Trackmania. Da wäre es vielleicht mal interessant, wenn ich also zum Beispiel einfach mal in Trackmania United selber einfach einen Server-Hoster aufmache mit ein paar von meinen Strecken. Wegen meiner Internetverbindung kann ich natürlich nur, ich sag mal, 4 bis 8 Leute da drauf haben. Mehr macht es dann nicht mit. Und dann käme ja eben noch der Upstream dazu, aber das wäre dann vielleicht eine Sache. Bei Minecraft, wenn ich da einen Livestream mache, klar, kann man miteinander quasseln. Hat das Schöne, könnt ihr mich alle vom Spielen und vom Bauen abhalten. sodass ich da zu nichts komme im Endeffekt. Und ein Video dürfte dabei eigentlich ja auch nicht rausspringen. Ich hatte dann auch den Gefühl, dass mich das dann
Ja, dass ich stattdessen eine Folge, aber mal gucken. Ist nicht ganz vom Tisch, werde ich dann vielleicht auch nochmal später ansprechen, wenn ich ein bisschen bessere Voraussetzungen dafür habe. Oder halt mit einem ganz anderen Thema, zum Beispiel Trackmania, mal gucken, was man da machen kann. Ich mache jetzt auf jeden Fall nochmal ein kleines Päuschen, bevor wir dann mit der Folge 219 weitermachen. Überlange Kommentare, Minenforschung, kosmische Pandas und Cyberpunk. Ja, da ging es mal wieder um Bücher. Okay, kurzes Päuschen. Söderle, da bin ich wieder. Ich habe gerade überlegt, eventuell müssen wir diese Folge gute Zeilen, schlechte Zeilen sogar teilen, weil ich hier schon wieder, ja, ins Plaudern geraten bin. So ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Aber schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt, wenn ich die Reps-Daten zusammenschneide. Ja, Folge 219, überlange Kommentare, Minenforschung, Minenerforschung, kosmische Pandas und Cyberpunk. Da hatte ich euch wieder mal einen Autor mitgebracht und wir haben den Mineneingang südlich von Klein-Venedig erforscht, den da im See, im Wasser und wie immer bei Höhlenforschungen. Habe ich euch eben William Gibson mitgebracht, vorgestellt, Erfinder des Begriffs Cyberspace und Begründer des literarischen Genres des Cyberpunk. So, dann schauen wir gleich mal in die Kommentare. 20 Kommentare. Bye. Oh Gott, da, da, da. 400 Views. Ja, passt soweit. Wieder 1 zu 20. No, das Verhältnis. Soweit, so gut. Und ja, den Einstieg macht wieder Hawks vor Amiga. Langer Kommentar. Schön vor dem Spitalaufenthalt. Ich hoffe, du bist da heile wieder rausgekommen. noch so ein Kurzkommentar, das macht nichts. Naja. Death Chest Mod. Ja, interessanter Tipp. Als Mod, wenn man also stirbt und eine Kiste dabei hat, wird also alles Inventar, was man beim Tod dabei hat, in die Kiste reingepackt. Und man kann sich dann eben seinen Krempel wieder holen. Ist eine Sache, ja, ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Eine gewisse Härte gegen sich selbst gehört einfach dazu. Und ja, um Gottes Willen, ja, den Krempel, den ich da verliere, ist zwar ärgerlich, und mit der Experience, die dann flöten ist, aber pff, was soll's. Ja, es ist ja mehr als genug Material da. Und sich das Material dann wiederzuholen, das ist alles, ne? Alles Minecraft spielen dabei. Ne? Und davon will ich ja möglichst viel. Deswegen Death Chest Mod für mich eher nix. Ja, hier habe ich dann auch mal geantwortet, Schienen mit Wassereimer abbauen. Hat er hier nochmal vorgeschlagen, um Gleise abzubauen. Im Prinzip ja, wie gesagt, ich sehe mich dann nur schon die Minen in den nächsten creeperverseuchten Abgrund spülen. Ja. Und halt noch ein Argument. Ich müsste den Wassereimer ja dann unten in der Werkzeugleiste haben und da ist halt der Platz immer knapp. Ja, und die Zeit ginge dann eben für den Werkzeugwechsel drauf. Also bleibe ich doch bei meiner Methode. Ja, Buchvorstellung, Theologie klingt interessant, ist sie auch. Und er verweist hier auf 1982 Tron, den Film. Jedenfalls habe ich es damals als Film gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es das als Buch oder Roman gab. Vor einigen Jahren ja dann auch der zweite Teil, das Sequel in die Kinos gekommen, Tron Evolution, Revolution, irgendwas. Ich hab's ehrlich gesagt nicht gesehen, obwohl der, egal. Ja, 84 kam der erste Roman von Gibson raus. Jetzt wollte ich nochmal nachgucken, ob er vielleicht im englischen Original früher rausgekommen ist, weil das, was ich habe, ist ja eine deutsche Ausgabe, eine Übersetzung. Es kann sein, dass die eben 1984 auf Deutsch veröffentlicht wurde, übersetzt wurde und das englische Original ein paar Jahre früher. Müsste man sich nochmal schlau machen. Aber Tron, ja, als Film
War auch wichtig, war also auch das erste Mal, dass man halt in den Computer eingetaucht ist, als Ganzes. Und die Spiele, dieses Rennspiel, wo man da die Bahn nicht kreuzen durfte, das gab es auf vielen Computern halt als Spiel und so eine Sachen. Also war auch tricktechnisch damals natürlich ein Highlight der Film. Ja. Der Backpack-Mod, den empfiehlt er mir hier. Habe ich schon mal bei Gronkh gesehen, dass man sich also Rucksäcke machen kann, in die man dann was reinpacken kann. Und die nehmen halt nur einen Inventarslot. Ja, soweit, so gut. Man kann damit einfach mehr mit sich rumschleppen. Und klar, für so eine Höhlen-Ausräum-Aktion. ist das natürlich praktisch. Man müsste natürlich entsprechend mehr Werkzeug mit runternehmen, weil man natürlich mehr Krempel abbaut. Insofern bei mir passt das eigentlich soweit ganz gut zusammen, dass ich also meistens, wenn dann die Werkzeuge am Ende sind, auch das Inventar voll habe. Da habe ich einfach in der Mine schon ein bisschen Übung gesammelt. Ja, ihr könnt euch ja die Karte runterladen, die Mine unten mal erkunden. Alles, was da ausgeräumt ist, habe ich weggeräumt. Ich habe eine komplette Doppelkiste mit Schienen rausgeholt, eine komplette Doppelkiste mit Zäunen rausgeholt, mit Holz, Kohle, alles. Ja, liegt halt alles im Lagerraum, direkt am Eingang in die alte Mine, am Pilzhaus. Ja, ja, von daher, okay, hat halt auch so seine Vor- und Nachteile. Man hat natürlich dann auch noch mehr herumzukramen. Na, mehr Inventar zu sortieren, in den Rucksack rein, aus dem Rucksack raus und so eine Späße. Ist mir, glaube ich, ein bisschen zu umständlich. Aber für den einen oder anderen von euch ist der Tipp mit dieser Mod, der Backpack-Mod, denke ich mal, vielleicht was. No. Ich würde es ehrlich gesagt auch nicht so als Cheaten ansehen, wenn man den benutzt. Ist natürlich ein bisschen die Frage, was passiert mit der Welt, wenn man halt updatet und der Mod wird nicht abgedatet. Muss man halt vorher alle Rucksäcke ja rausschmeißen, kann man die vernichten, muss man die in eine Kiste packen und die Kiste dann mit MacEdit aus der World rausnehmen und so eine Späße. Na, ich lasse ja gern meinen Krempel auch irgendwo immer wieder rumliegen und eventuell wäre dann halt auch so ein Rucksack dabei, der dann irgendwo in der Welt rumschwirrt. Na, das ist immer so ein bisschen das Risiko, was ich da sehe. Deswegen bin ich da vorsichtig. Hallo, mein Name ist 96. Oh, tolle Show. Ja, wunderbar, danke. Ja, Cool 85. Diamantenrüstung und verzaubere die. Ich habe ja schon mal was zu Diamantenrüstung gesagt. Und ihr man halt die ganzen Rüstungsteile, sprich Helm, Oberteil, Hose und Schuhe, das verzaubern kann, dauert es ja auch, bis man die XP dazu zusammen hat. Da enchante ich lieber meine Werkzeuge und Waffen als eine Rüstung. Ja. Ja, okay. Ne? Klassiker und MIP93 hat hier geantwortet. Weißt du, hättest Texture Pack richtig geschrieben? Ja, okay, egal. Aber ja. Ey. Ja, danke und gemacht, aber überlass das mir auch, wenn ich da nicht gleich drauf reagiere. Ne? Kommt vielleicht auch, glaube ich, nochmal in einer der nächsten Folgen. Das als Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich glaube, hier in der Folge stand sogar im Text drin, in der Beschreibung. Hoppala. Entschuldigung, das gab jetzt was auf die Ohren. Nee, stand's nicht drin. Mute. In der vorherigen Folge stand's drin. Da hätte man durchaus mal nachgucken können. Ja, statt hier gleich zu fragen. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was der Friseur meinte. Ja, halt nur eben jetzt hier auf Let's Plays und Minecraft bezogen.
Ja, und ich habe mich ja schon mal, wann war das? Folge 201, boshafte Gedanken eines alten Mannes, dazu geäußert. Hab dann hier einfach hingeschrieben, KOP, zack, Fall erledigt. No. Ach so, hier, das war der andere. Wir sind hier noch lange nicht da. So, hier, no. Ja, also, bitte vorsichtig, bitte maßregelt die Leute nicht, sondern einfach darauf hinweisen, entweder, dass es in der Beschreibung steht, der Beschreibung der letzten oder einer der letzten Folgen, oder dass es eben das KOP Texture Pack ist. Ich kaufe mir die Leute dann schon. Ne? Und das nehmen wir mal raus. Ja. Deswegen, ich möchte bitte keine Fanboys haben. Fans, ja, wunderbar, aber das ist so die Grenze für mich. Achtet da auch bitte mit ein bisschen drauf. Vor allen Dingen, ich glaube, mit 93 habe ich selber noch nie irgendwie einen Kommentar gelesen. Und jetzt das. Vorsicht, macht einen schlechten Eindruck. Deswegen, nimm es mir bitte nicht übel. FilnoTV meldet sich hier. Was hältst du von einer Stadt in den Minen? Genug Gänge sind ja da. Wäre bestimmt cool. Ja. Könnte man auch Mitbauaktionen? Ja, keine schlechte Idee, habe ich drauf geantwortet. Nee, das war ja was anderes. Hat auch 2 Daumen hoch bekommen. Ja, Stadt. Gut. Ich meine, eigentlich ist es eine Singleplayer-Welt und Städte nicht so, aber ich habe ja das Berberdorf, Neptunsdank und Pipapo. Mitbauaktion. Ja, ich habe ja für die nächste Mitbauaktion schon was vor, aber schauen wir mal. Im Hinterkopf behalten, erinnere mich doch vielleicht dran, so bei Folge 270, 280, ja? Wenn du da vielleicht nochmal mit der Idee kommst, dann ist es vielleicht nochmal an der Zeit. Dann zweiter Komiteenvorschlag, was hältst du von den Songparodien von Waititi, den Außenseitern oder Songübersetzungen von Alexi Bexi? Ja, für einen Kommentar im Minecraft Let's Showplay, der ja doch so eine halbe bis dreiviertel Stunde, Stunde lang ist, ist das einfach nicht genug Stoff, reicht gerade einfach mal für 10 Minuten. Ich finde sie nicht immer gelungen. Ich finde vor allen Dingen die Titel häufig ein bisschen irreführend. Ne, wenn dann da steht offiziell, ja, klar ist halt die offizielle Parodie dann von Waititi, aber man könnte es halt zu leicht mit dem eigentlichen Songtitel verwechseln. Ja. Die Gefahr ist da einfach sehr groß. Alexi Bexi ist eine andere Schiene. Waititi Außenseiter habe ich ehrlich gesagt auch nicht abonniert. Außenseiter habe ich mal, glaube ich, zwei oder dreimal ein bisschen reingeguckt, um zu sehen, ob es was für mich ist, aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür. 48 Leute, ne? Aber Alexi Bexi, auf den bin ich aufmerksam geworden, nicht durch seine Songübersetzung, sondern durch den Erklärbär. Den finde ich richtig geil, was er da macht. Und wie er das macht und so seine Art und seine Songtexte. Das macht er ja auch ähnlich, ist da ja auch richtig gut dabei. Also von der Qualität ist da an keinem was zu tippen. Aber wie gesagt, Alexi Bexi ist für mich wirkt da ja einfach am erwachsensten und das spricht mich halt ehrlich gesagt an. Wie gesagt, 48, nur mal nochmal so, weil es ja nicht mehr auf der Kanalseite direkt steht. Haben wir nochmal einen Grund. Ja, halt die Sache mit dem Erklärbär finde ich richtig geil. Und was ich bei seinen Songsachen noch richtig gut finde, dass er sich dazu immer wieder Leute ins Boot holt. Also mit anderen YouTubern, Künstlern, Sängern, Musikern zusammenarbeitet. Das finde ich richtig geil. Dafür gibt es von mir einen Daumen hoch, sagen wir es darf.
Na, ich habe ihn zwar ehrlich gesagt auch nicht abonniert, sondern schaue ab und zu immer mal wieder rein, wenn es einen neuen Erklärbär gibt, weil den finde ich eigentlich zu geil. Aber sonst ist es ehrlich gesagt nicht so. Ja, Ego-Shooters meldet sich hier, sehr gute Folge, danke. Wie hast du eigentlich Minecraft gekauft? Per Überweisung? Nein, ganz einfach, Kreditkarte, PayPal, fertig. Ja. Welt als Download, die Frage taucht ja auch immer wieder auf. Gut, kommt halt immer nur in größeren Abständen. Vielleicht sollte ich das auch in die Beschreibung immer mit reinschreiben, wann es die Welt zum letzten Mal als Download gab. Schaut euch doch einfach bitte ein paar Folgen an, bevor ihr fragt. Dann klärt sich vieles. Unter anderem eben halt auch, wie es hier auf dem Kanal zugeht. Was es hier so für, ja, Gebräuche, ungeschriebene Regeln gibt, was sich halt so einfach eingebürgert hat. Ja. Habe ich drauf geantwortet? Nee, der arme Kerl ist ohne Antwort geblieben. Ich glaube, er hat mich dann später nochmal per PN gefragt oder sowas. Ja. Ach, egal. Ja, Julia traut sich hier fast nicht zu fragen, welches Texture Pack ist das? Und deswegen, ja, weil er so vorsichtig war, ne, einfach zack, KOP. Damit war das Thema dann auch durch. Wunderbar. Gibt dann noch Leute, die kriegen hier eine Antwort, fragen dann nochmal per PN nach. Naja. Minecraft Fabio, geiles Let's Showplay mal wieder. Kurz und bündig gefasst, sehr schön. Aske, genau, ne, hier hat er. Habe ich geantwortet. Ach, kleiner Skater. Folge hat mir sehr gut gefallen. Vorsicht, er fragt auch ganz vorsichtig. Es scheint sich also inzwischen herumgesprochen zu haben. Ja, ne, zuletzt Folge 209, ne, und demnächst Folge 250. Die aktuelle Welt dann zum Download. Ach, Julia dankt auch hier einfach. Wunderbar, passt das doch. Sind wir damit auch durch. Auf zur letzten Let's Showplay Minecraft-Folge, die wir in dieser gute Zeilen, schlechte Zeilen-Folge besprechen. Folge 220, Tunnelbau mit TNT. Die zweite. Es wird wieder gesprengt, da fehlt ein Doppel. Zack, 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 zack. Den kann man natürlich nicht in den Dateititel reinsetzen. Es Tunnelbau die zweite und wird dann die zweite groß oder klein geschrieben? Ich schreibe es mal groß. Mit dem zweiten sieht man besser. So. Haben wir das auch einfach mal korrigiert. Einfach mal so on the fly. 650 Aufrufe und Ringel, Dengel, Dengel. 20 Kommentare. Passt auch soweit. Wunderbar. Und wieder nach Konversation sortiert, dass wir hier hoffentlich einen Zusammenhang reinkriegen. Sieht gut aus. Jawohl. Heidi Hirnlos hat sich diesmal als erster gemeldet. Muss doch seinen Kommentar zum Let's Change Minecraft revidieren. Der hat das auch alles hintereinander geguckt, sich da reingezogen. 7,5 Stunden hintereinander weg mit mir. Minecraft in Folge. Das Let's Showplay 219. Das Let's Change Folge 58. Und Let's Showplay Minecraft 220, aber auch hier kein Mangel an Unterhaltung. Danke. Gerade über 7,5 Stunden innerhalb so weniger Tage ist das schon was. Danke dafür. TNT-Forschung mit Dutchman hat doch was anschaulich unter Live-Anwendung, wie man es macht. Ja, gelungener Tunnel ist geworden. Stimmt, mir gefällt er auch. Und vermutlich hast du beim nächsten Mal auch die Sache mit den Abständen raus. Dann wird es noch besser. Momentchen mal, welchen Tunnel haben wir denn da gesprengt? Ach, war das jetzt nach dem Fail? Nee, das ist der Tunnel oben bei Blödes Kaff, der kurze. No, naja. Was? Okay, Schweiz LP hat hier wahrscheinlich einfach mal nach dem Texture Pack oder nach dem Download Link gefragt. Ah, da. Ja, zumindest natürlich nur, wenn man auf Hard spielt, Minecraft TV. Ich bin meist auf Easy. Trotzdem habe ich mir oder werde ich zunehmend Metalltüren einsetzen. Wer weiß, wann ich auf die Idee komme, mal auf Hard zu spielen, ne?
Und No Destiny TV meldet sich hier wieder mal gute Folge, aber diesmal muss ich etwas Kritik üben. Oh, danke. Langsam werden mir persönlich die Folgen doch etwas zu lang. Ja, ich gehe auch immer häufiger über eine Stunde rüber, ne? Maximal 30 Minuten. Ja. Danke auf jeden Fall dafür, dass du das sagst. Und auch die Art, wie du es ansprichst. Top. Ich fühle mich ehrlich gesagt mit dieser Folgenlänge eine Dreiviertelstunde, rund eine Stunde, mittlerweile am wohlsten. Eine halbe Stunde wäre mir zu kurz. Ich möchte ja die Folgen auch, oder jeweils einen schönen Einstieg und Ausstieg in die Folge haben und die Sachen halt auch thematisch ein bisschen abschließen. Tipp von mir, guck dir einfach die Folge eine halbe Stunde an, so Pi mal Daumen bis zur Mitte. Und dann, da machen wir jetzt, gehen wir jetzt nicht dahin zurück, sondern machst du einfach mal das, was ich hier mache. Zack. So, Video ist gestoppt, es wird nicht gleich loskrachen. Ich dachte, es wird nicht gleich loskrachen. Wenn du an der Position bist, wo du erstmal sagst, okay, jetzt reicht's, ne, dann machst du einfach hier hinzufügen zu später ansehen. Das Schöne ist dann nämlich, dass er sich die Position im Video merkt. Und wenn du dir später aus der Playlist später ansehen das Video anguckst, wieder aufrufst, dann macht er an genau der Stelle weiter, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Und so kannst du dir die Folgen, und nicht nur du, sondern auch jeder andere, ja, kann sich dann die Folgen in die passenden Abschnitte zurechtteilen. Ne? Und wenn ihr durch seid, dann einfach in der Playlist später ansehen, das wieder raus löschen. Ihr könnt die Playlist da auch volllaufen lassen. Ne? So kann man sich das ganz bequem einteilen und braucht sich nicht merken, okay, bei 20 Minuten habe ich aufgehört, sondern packt das einfach in die Playlist später ansehen und dann merkt er sich den Zeitpunkt, wo ihr im Video wart, als ihr es in die Playlist gepackt habt. Ne? Da haben wir auch noch später da oben dazu Kommentare noch dazu. Ne? Also das hier einfach mal als Tipp. Nicht nur für No Destiny TV. Ja, warum muss ich immer so husten? Raucherlunge ist gar nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, ich rauche länger als die meisten von euch atmen und ihr lasst gefälligst die Finger vom Tabak. Ja? Fangt da bloß nicht mit an. Geht erstens mal unheimlich ins Geld und zweitens ist es ungesund. Aber daher kommt eben mit Sicherheit auch das mit dem ständig Räuspern und Husten eigentlich seltener. Ist natürlich auch ein bisschen jahreszeitlich und wetterbedingt immer. Aber ja, hauptsächlich das Räuspern kommt daher und ich glaube, mittlerweile habe ich es mir auch einfach angewöhnt, mich zu räuspern. Auch wenn es teilweise gar nicht notwendig ist. Muss man auch schauen, wie das wird. Aber auf jeden Fall an euch die Warnung, Finger weg von Zigaretten, Tabak. Ne? Alkohol in Maßen ist okay, aber Zigaretten ganz am besten, Finger weg, gar nicht erst anfangen. Es ist unheimlich schwer, davon wieder loszukommen. Und kommen wir jetzt nicht mit Vorschlägen, wie ich vom Rauchen loskomme. Ne? Mr. Full Gamer, wo kann man dein Texturenpack runterladen? da habe ich mal ein bisschen... eine Mischung zwischen bissig und scherzhaft. Erstmal gesagt, es ist nicht mein Texturenpack, weil ihr ja nach dein Texturenpack fragt. Es ist nicht meins. Ich benutze es nur. Ne? Zwei Leute haben den Witz verstanden. Sehr schön. sowas wird, glaube ich, immer mal wieder kommen in meinen Kommentaren. Da werde ich mich nicht so ganz immer zurückhalten können. Und es ist ja halt in dem Fall auch nicht irgendwie verletzen, sondern ich nehme ihn einfach mal ein bisschen beim Wort. Und Minecraft Forum. Und ich glaube, in der Folge stand es auch wieder in der Beschreibung drin, welches Texturenpack es ist. The Minecraft TV hat das hier dann auch noch ergänzt. Schau mal in die Videobeschreibung, da steht es ganz unten. Also der Fall sollte sich dann auch erledigt haben. So wie es hier gelaufen ist, vorbildlich. No. Schau mal in die Videobeschreibung, da steht es ganz unten. Punkt. Wunderbar. Ja? Da. Die bissigen Kommentare zu diesen Themen überlasst bitte mir. Klar?
Ich lasse mir dann schon nochmal was einfallen. Hongs vor Amiga, heute mal ein kurzer Kommentar. Okay, am Handy tippt sich's nicht so angenehm. Ja, ich stelle auch fest, ich kann ja in die Auswertung reingucken. Das ist eine ganze Menge, so 15% rund, jeder sechste bis achte, sich meine Videos auf dem Handy anguckt. Oder auf einem Netbook oder mobilen Gerät. No. Ist für mich auch vollkommen okay. Ich habe noch ein ja, uralt Handy von 2000 und 2000, glaube ich sogar, 2001 oder so. Nokia 6113 mit Flüssigkristall-Display. Also nichts Farbe, nichts Klingeltöne. Das Ding kann telefonieren und SMS versenden. Fertig. Ich benutze es hauptsächlich als Wecker. Ja, aber egal. Handy ist ja heutzutage eben auch noch was ganz anderes und Smartphones natürlich ganz besonders. Ja, blöder Köter, blödes Kaff, das gibt was. Ja, der Baumsockel. Ach, bin ja ganz froh, dass die Gronkh-Fans bei mir nicht zuschauen. Das befürchtete Jammern ist hier ja ausgeblieben, dass ich das bei Gronkh geklaut hätte. Aber das Ding passt halt einfach gut da rein. Also ich habe es sicherlich schon vor Gronkh irgendwo anders gesehen, aber in dem Fall muss ich natürlich auch an Gronkh denken. Ja, mit seinen Baumkästen da, die er da für die Allee gemacht hat. Ja, na, ich hätte auch Schilder drumherum setzen können, aber wollte ich nicht so. Na, das hätte halt nicht so gut da reingeguckt. Coole Palisade à la Berberdorf, genau. Die sitzen ja auch in der Wüste, haben sich auch eine Kakteenpalisade eingesetzt. Und eben auch hier der Tipp, eben häppchenweise angucken. Wie gesagt, am bequemsten geht es einfach, wenn man so feststellt, okay, jetzt so mag ich nicht so mehr, den Rest will ich mir später anschauen. Einfach hinzufügen zur Playlist, später anschauen. Dann merkt er sich die Position, an der ihr gerade wart. Und dann könnt ihr aus eurer Playlist später anschauen, das Ding einfach weitergucken. Na? Könnt ihr so quasi sozusagen euch die Folgen da auf Vorrat hinpacken und dann immer abgucken, wenn ihr gerade Zeit habt. Ja. Ja, es ist halt mit den langen Folgen meine Spezialität. Da werde ich zumindest beim Minecraft Let's Showplay auch nicht von abgehen. Das wird, denke ich mal, immer so mindestens eine Dreiviertelstunde, meist um eine Stunde herum sein. Ja. Was ich da mache. Und ich glaube auch nicht, dass mir da so schnell der Stoff zum Kommentieren ausgeht. Und zum Bauen schon gar nicht. ja, Nachtschicht. Blödes Kaff, klar. Terry Pratchett hatte ich ja schon erwähnt. Das war jetzt kein Zufall, sondern Absicht. Cobblestone Crafter. Wo ist denn die Crapmap-Videoverlinkung? Habe ich, glaube ich, dann nachgetragen. Richtig, wunderbar. Danke für die Erinnerung. Klack, Daumen hoch dafür. Cooles Video, echt was Tolles draus gemacht hast, danke. Wobei, woraus habe ich was Tolles gemacht? Jetzt aus dem Dorf? Okay. Wie gesagt, man findet das Video auch, wenn man auf meinem Kanal, das kann man ja jetzt neuerdings, auf den Kanalseiten nu suchen, nach Check. Einfach nur nach Check. Mit Crapmap Check findet man es leider nicht, aber wenn man nur nach Check sucht, dann findet man genau das Video. Ja. Gern geschehen dann auch. So, ja, Coaster-Fan, 123, 18, 33. Der blöde Kaff gefällt ihm. Er mag meinen Stil. Ja, danke. Der ist aber auch einfach besonders und einzigartig. Ja, danke. Ist halt meiner. Kann halt nicht jeder. Nee. Kleines Kaff statt blödes Kaff. Ja, wie gesagt, es ist halt die Sache, ich habe es ja in 1.1 entdeckt, obwohl eigentlich alle Welt schon in 1.2 unterwegs war. Und deswegen sind halt die Dorfbewohner noch nicht intelligent, dass sie also zum Beispiel im Dunkeln in die Häuser reinrennen und alleine Türen auf und zu machen und so eine Späße. Ja. Deswegen habe ich mir da auch eine Metalltür reingesetzt. Die kann nur ich aufmachen. Meine Hütte gehört mir. My home is my castle. Ja. Und von daher hätte ich halt ein bisschen gewartet mit dem Erkunden da oben. Dann hätte ich das Dorf halt erst in 1-2 entdeckt oder 1-2-3 vielmehr. Und dann wären die Dorfbewohner intelligent. Und deswegen der Name, liegt mir der Name Blödes Kaff eigentlich immer so auf der Zunge. Und ich glaube, bei dem wird's dann auch wohl bleiben. Ne? Obi-Wan Kenobi macht hier den Abschluss
Hat auf jeden Fall was gelernt. Je mehr TNT, desto besser. Ja. Kennt halt auch die Bücher von Terry Pratchett. Blödes Kraft eindeutig in den Spitzhornbergen, in den Büchern und nicht in der Wüste. Aber hier ist es halt der Bezug mit den Bewohnern, ne, die halt intelligenter wären, wenn ich das Dorf später entdeckt hätte. Ja. Das soll's dann erstmal gewesen sein. Ah, jetzt habe ich hier für 1, 2, 3, 4, 5 Let's Showplay-Folgen, die Kommentare dazu, weiß ich nicht, wahrscheinlich 2 Stunden gebraucht. Ich muss mal nachher gucken, wie lang das Video insgesamt werden würde und ob ich es nicht doch teile. Wenn das also deutlich mehr ist als 1,5 Stunden, dann mache ich da 2 Dreiviertelstunden-Parts draus. Und wenn es, wie ich befürchte, 2 Stunden oder sogar mehr sind, dann erst recht. Wenn ich früher dann denke, so bei den ersten gute Zeilen, schlechte Zeilen, da bin ich mit einer halben, dreiviertel Stunde Videozeit, konnte ich 10 Folgen Minecraft Let's Showplay abhandeln. Das waren noch Zeiten, ne? Okay. Aber es wird sich finden. Ich werde mich drauf einstellen, wie wir das machen. zur Not kriegen. Also ich werde es aber, glaube ich, nicht so weit treiben, dass jede Folge Let's Showplay Minecraft ihre eigene Folge gute Zeilen, schlechte Zeilen bekommt. So weit möchte ich das, glaube ich, nicht treiben. Das wäre ein bisschen heftig. Außerordentlich zwar und einzigartig, aber ein bisschen heftig. Ja. In diesem Sinne, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfiehlt mich weiter. Adieu mit Ö.